Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Commentary von mir. Heute habe ich für euch eine meiner Lieblings-Sturmsoldat-Waffen, nämlich die AK-971, welche eine russische Waffe ist, die 1980 designt wurde und auf früheren AK-Gewehren basiert. Zudem besitzt die AK einen Rückstoßausgleichsmechanismus, der zudem wieder ein Gegengewicht besitzt und dadurch ermöglicht es ein mehr steuerbares Autofeuer. Auch sollte die AEK die AN ersetzen, da sie leichter, einfacher und auch billiger ist als die AN-94 und das hat die AEK auch zum Großteil geschafft. Der damalige Hersteller war KMZ und der heutige Hersteller ist ZID. Das ist soweit das Wichtigste zur AEK und jetzt erzähle ich euch erstmal, mit was ich sie heute gespielt habe. Nämlich mit dem Tactical Sock, den Viper Max, dem Predator Barrel und dem Standard Ironsight. Man schaltet die AEK ab Rang 3 frei und das ist ein Rang, der ist wirklich klasse. Also das schafft man in der ersten Runde, wenn man recht gut ist. Oder spätestens nach 2 oder 3 Runden hat man dann schon seine AEK. Und dann kann man sie sich für 1249 Funds oder 45.000 Credits kaufen. Das ist der Standardpreis, dazu muss ich nicht weiter was sagen. Das ist genauso standardmäßig wie die Rate of Fire von 600 und auch 3 Magazine a 20 Schuss, also insgesamt 60. Das ist auch ein Standardwert, ist zwar schade, dass sie eine 20 Schuss standardmäßig hat, da ist halt eine A91 vom Ammo Count her ein bisschen besser, aber da kann man nichts machen und sonst, wenn man Viper oder Stingray Max dran macht, dann geht die Waffe eigentlich klar. Die Reload-Time ist bei 4,3 Sekunden angesetzt, das ist jetzt nichts Besonderes, also für so ein Sturmgewehr ist das halt ein normaler Wert, also nichts Schnelles, aber auch nichts Langsames, einfach ein gutes Mittelfeld. Was hingegen gar kein Mittelfeld mehr ist, das ist der Damage, nämlich haben wir im Nahkampf ein Damage von 28 bis 30 und das ist natürlich ganz schön krass, also im Nahkampf macht die Waffe wirklich richtig Spaß und auf Long Range haben wir ein Damage von 19 bis 23, da fällt er natürlich ab, ist aber immer noch nicht schlecht, also Leute, die vielleicht öfters mit der AK spielen, wissen, dass der Damage dennoch immer noch sehr gut ist und wenn ihr im Nahkampf sogar einen Headshot macht, habt ihr einen Multiplikator von 2,1, also sollte man probieren, immer auf den Kopf zu zielen im Nahkampf. So, jetzt komme ich zu meinen Empfehlungen und als Visier würde ich entweder das Standardvisier nehmen, weil das Standardvisier, ich weiß nicht, das ist wie so ein Mysterium, also egal wie man auf den Gegner zielt und schießt, es trifft irgendwie immer den Gegner, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall trifft das Standardvisier oder treffe ich mit dem Standardvisier immer egal, wie ich auf den Gegner ziele. Und wenn ihr jetzt aber wirklich sagt, nee, das Standardvisier ist überhaupt nicht meins, kriege ich gar nichts mit hin, dann würde ich euch ein Red Dot dran machen, wobei, wenn ich Leute mit dem Red Dot sehe, dann bin ich meistens schon wieder am Fluchen. Aber, mein Gott, sowas ist Geschmackssache. Aber ein MS45 oder Holosight würde ich auf gar keinen Fall dran machen, also das ist einfach, das passt gar nicht dazu und ein MS45 lohnt sich sowieso nicht, weil man damit ja auf große Distanzen schießt und da möchte man die AK eigentlich gar nicht benutzen. Als Munitions-Add-on würde ich die Viper oder die Stingray Max nehmen, da zum einen die Viper Max auf größeren Maps hilfreich sind, da man einen längeren bzw. einen größeren Damage hat auf lange Distanzen, so muss man das sagen. Aber für zum Beispiel Sharky oder Basra, da habe ich für mich persönlich die Stingray Max entdeckt, da die nochmal einen richtig schönen Damage Boost geben und noch 2 Schuss mehr haben im Vergleich zu den Viper Max und auf so kleineren Karten, da sind die Stingray Max wirklich der Wahnsinn. Als Stock würde ich den Tactical Stock empfehlen, da der ähnlich zum Nemesis Stock ist und sich der Nemesis Stock mittlerweile einfach nicht mehr lohnt. Und der Tactical Stock hat dann zudem auch noch den Vorteil, dass euch der Schaden nicht rausgenommen wird. Also wenn ihr dann Stingray Max dran habt, dann habt ihr nochmal einen richtig geilen Schaden im Nahkampf und könnt auf jeden Fall die Gegner ordentlich in ihre Schranken weisen. Also wie gesagt, nicht schlecht. Als Lauf würde ich den Predator oder Precision nehmen, da damit unsere Kugeln noch schneller werden und auch schneller am Ziel sind und die Gegner so schneller töten und das ist immer von Vorteil. Abschließend kann ich zur AK sagen, dass sie mit Rang 3 richtig schnell zu haben ist, also wie vorhin schon erwähnt, paar Runden und ihr habt das Teil schon und mit dem Standardpreis kann man sie sich noch gut holen als Anfänger, aber sie hat auch dieses, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, sie ist auf jeden Fall so eine Waffe, die kann man bis Rang 30 durchzocken und die wird nie richtig langweilig und ist einfach gut dafür, dass sie schon ab Rang 3 freischaltbar ist.
und auch der Rückstoß, wenn ihr den einmal drin habt, dann könnt ihr bis zu so 60er Ranges einfach mit Dauerfeuer durchschießen und ihr könnt, wie gesagt, einfach durchschießen, weil ihr einfach trefft, wenn ihr diesen Rückstoß einmal ein bisschen verinnerlicht habt, und das macht die Waffe natürlich auch noch um einiges tödlicher. Wenn es dann aber mal über 60er Ranges gehen sollte, dann einfach ein bisschen Single-Tap, aber da ihr den Rückstoß dann bis dahin vielleicht verinnerlicht habt, könnt ihr damit super Single-Tappen und habt immer noch eine richtig gute Kill-Time. Wenn ihr dann euch die Waffe gekauft habt und vielleicht mit meinen Attachments ausgerüstet habt, dann würde ich euch die Waffe auf Karten wie Shawky, Basra, Kakant, Myanmar empfehlen, da jeweils auch auf den Sturm- oder Rush-Version, da die Waffe da einfach ihr Potenzial am meisten zeigen kann. Darum gibt es von mir auch eine 100%ige Kaufempfehlung, da die Waffe, wie gesagt, einfach der Wahnsinn ist, sie super viel Spaß macht zu spielen, früh zu haben ist und auch man kann sie auch eben lange spielen und sie einfach eine richtig starke Waffe ist. So, das war's aber zu meinem Waffen-Commentary. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao!